Romagna. Viel Glück, Ines. Ich hoffe, du hast das überlebt. Ich schalte das lieber aus, bevor es weitergeht. Ich kann den Generator nicht bewegen, während er läuft. Ist so. Diese Pumpe ist wohl elektrisch. So. Okay, so könnte das was werden.
Zum Glück bin ich damit fertig. Jetzt muss ich nur noch den Kokosduft loswerden. Manran, ich bin in Concepción. Wo finde ich Laura? Ich schicke ein Foto. Zeig es niemandem. Was schickst du mir denn? Das wird dir helfen, die Tür zu finden. Vergiss das Buch. Passwort nicht und denk dran. Ausgangssperre. Ein verfluchter Schatz. Klingt, als müsste ich mir das mal ansehen. Muerto el perro, se acabó la rabia. Willkommen in El Agujero. Versuch ein krummes Ding und ich reiß dir den Kopf ab. Geh nur. Ich brauch 6 Freiwillige. Ich rede mit meinen Leuten. Die Leute von Jorge und Anna sind wohl auf dem Schiff. Bist du Yelena? Mierda. Dani, richtig? Wo ist die Medizin? Du meinst die von Libertad? Die habe ich den Legenden gegeben. Nein, du hast sie ein paar Rentnern gegeben, die auf irgendeinem Berg ihre Windeln vollscheißen. Was willst du bitte von denen? Wir brauchen mehr als Kugeln, um Guerilleros und Castillo auszuschalten. Die Arana lieben Legenden, ob's dir gefällt oder nicht. Clara Garcia liebt ihre Politik. Viel Glück, dass die Abuelos den Arsch hochkriegen. Wir könnten die Hilfe von La Moral gebrauchen. Weißt du, warum Clara nie von uns erzählt hat? Weil wir für sie nur Kinder sind, die mit Waffen spielen. Sie redet gerne über die Zukunft. Aber ihre, nicht unsere. Clara ist einfach ein Castillo ohne Schwanz. Du hast einen besseren Plan für Yara? Erst Kugeln, Politik später. Du sagst, du brauchst Freiwillige. Admiral Benitez hat uns vor ein paar Stunden überrumpeln können. Sie hält meine Leute auf einem Frachtschiff als Geiseln. Ich gehe. Allein? Verstehe ich nicht. Wir sind quitt in Sachen Medikamente. Rette meine Leute und ich denke drüber nach. Mhm. Übernimmt. Wirklich? Libertad? Sieh mal an, du wirst Yara retten, oder? Das ist der Plan, ja. Ich kenne einen Bauern mit einem Hubschrauber, der dich zum Schiff fliegen kann. Folge mir. Nimm den alten Girasol. Dein Glück zu ihm. Los. Sei brav, Pferdchen. Du gehörst zu Libertad? Ja. Ich glaube, es wäre großartig, wenn wir unsere Kräfte vereinen. Echt? Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen. Aber Admiral Benitez wird immer mehr haben als wir. Töten wir einen Soldado, wird er morgen durch 3 andere ersetzt. Und wenn bei La Moral Leute sterben, kann man sie nicht ersetzen? Nein. Und zusätzlich versuchen die Bauern und Bürger nur zu überleben. Sie wollen nicht kämpfen. Wir brauchen frisches Blut. Richtige Krieger. Wieso fragt ihr nicht einfach die Legenden? Wir haben es versucht. Keiner von den Abuelos will kämpfen. Ein paar sollen sogar Castillo unterstützen. Beirrst du dich? Also, ich sehe keinen von ihnen kämpfen. Ich arbeite dran. Also, woher haben die Bauern denn jetzt einen Hubschrauber?
Sie haben ihn aus Teilen von Abgeschossenen zusammengesetzt. Binga. Diese Bauern, ich war noch nicht fertig. Diese Bauern sind zu 100% auf unserer Seite. Und die anderen Bauern nicht? Manche schon. Manche halten zu Castillo. Denkst du, wir können sie auf unsere Seite ziehen? Wir werden sie brauchen. Das ist der einzige Weg, wie wir El Este befreien können. Vielleicht werden sie uns unterstützen, wenn sie hören, dass Libertad mit uns kämpft. Du bist gute Propaganda, Dani. Psst. Komm her. Jelena hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Steig ein. Calixto! Dani! Ich werde unterm Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Hast du fliegen gelernt? Ich hatte meine Grundausbildung als Pilot vor ein paar Jahren. Ich bin rausgeflogen, weil ich zu einem Hauptmann Scheißefresser gesagt habe. Ich bin bei den Bodentruppen rausgeflogen. Wie sich rausgestellt hat, wird der Sargento nicht gerne in den Hals geboxt. Gut zu wissen. Ich habe dich noch nie gesehen. Seit wann bist du bei La Moral? Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Moral. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin nur Libertad. Was kannst du mir über La Moral sagen? Kennst du dieses Dorf? Sie nennen es Maldito. Ist das wirklich so? Ja. Hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat Admiral Benitez das Angeln für illegal erklärt. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Moral? Sie spüren jeden einzelnen Soldado auf, der die Hinrichtung ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Guerilla-Dschungel-Aufbauerkram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt und ihnen die Kehle durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Wie in Assassin's Creed. Diese Leute sind schlau, organisiert und kaltblütig. Malaka, ja? Schaupass. Wir beobachten alle Militärkonvois, die hier langkommen. Und erstatten La Moral Bericht. Klingt nach einer straffen Organisation. Die wissen, was sie tun. Jelena ist besser organisiert als das Militär. La Moral steht hinter uns. Als Admiral Benitez anfing, gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Moral gegen sie vor. Die haben jeden Soldaten getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Bald darauf kam keine mehr. Weiter kriege ich dich nicht dran. Das ist super. Gracias, amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück.
Danke. Hilf mir mal. Einige unserer Kämpfer haben sie in den Container über dem Loch gesteckt. Rette sie! Pass hier bloß auf dich auf. Jemand. Wir bewegen uns. Ist da los? Jelena, ich bin auf dem Schiff. Ich habe so viele befreit, wie ich konnte. Hab Geduld. Ich schicke Boote und Verstärkung. Gracias. Hier spricht Admiral Benitez. An die falschen Jaraner. Ich habe euch Terroristas genau da, wo ich euch haben wollte. In diesem Augenblick sind Streitkräfte auf dem Weg zu eurem Standort. Ich empfehle euch, eure Waffen niederzulegen und einen letzten Blick auf eine Nation zu werfen, die euch nicht will. Anstatt Jara friedlich als
als Parias zu dienen, werdet ihr sterben. Gleich hier und jetzt. Thank you.
müssen zwischen. Ich weiß. Sind wir für die Vorräte quitt? Na klar. Kann ich sonst was tun? Dani, komm zurück nach El Agujero. Hier wird es ernst. Wir müssen unsere Leute zusammentrommeln und die nächsten Schritte besprechen. Dale. Die Höhle erreichen. Hoffentlich ist das die letzte Höhle, mit der ich zu tun habe.
Okay. So könnte das was werden. So. Gracias, orugas. Ins Auge gehen kann. Hey, gute Arbeit mit der Rettung. Was ist hier los? Rudelbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay, hör zu! Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Woo! Unsere Eltern und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das habe ich immer gedacht. Und dann eines Tages spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit einer Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez! Bermudez! Carrillo! Sie verlass ihre Vergehen. Demonstrieren, Flyer verteilen, einen Post von Clara Garcia liken. Fernandez! Jiménez! Peña! Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera. La Moral braucht Mitglieder. Vielleicht. Was denn? Gibt's eine Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral, wenn ihr mich nehmt. Willkommen im Krieg, Viejo. Viejo! Wie schalten wir die Admiralin aus? Liegestütze! Das ist der erste Schritt zum Sieg! Das Grand Hotel, Danny. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Du hast dir gerade in die Hand geschnitten. Bist du sicher, dass Liegestütze eine gute Idee sind?
Was soll ich sagen? Deine Rede hat mich motiviert. Sieh! Der Teil, wo du dir die Waffe an den Kopf hältst und abdrückst, das war irre! Das fand ich gut! Ich bin Gilberto Rosario, Entertainer, ledig und Spionagechef der Revolution. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Rosamel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blauer Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Die Regierung glaubt, sie würde Rosamel benutzen, um die Herzen und Hirne der Jaraner zu beeinflussen. Aber nein, Rosamel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel Rum und diese Generäle singen Lieder, für die Castillo ihnen die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosamel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chamäleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden zu Schatten und berichten mir alles. Mein Bester, Sergio, arbeitet heimlich in den Ställen für uns. Er hat sich mit einem Capitán Osvaldo Díaz angefreundet, den wir schon eine ganze Weile beobachten. Er hat signalisiert, dass er sich mit uns treffen will. Aber Dios mio, alle meine Chamäleons sind im Einsatz. Könntest du dich mit Sergio treffen, Schätzchen? Ich weiß nicht, was er braucht, aber ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Und du siehst mir so aus, als könntest du damit umgehen. Dieser Rucksack da ist einfach fabulosa. Warum sagst du das nicht gleich? Ich mag diese jungen Guerilleros. Sie erinnern mich an, naja, mich. Nur kleiner. Und wir werden mehr als einen Keller voll kleiner Tiger brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Zeit ist gekommen, Bebe Tigre. Wir brauchen Carlito. Das fünfte legendäre Mitglied der Revolution von 67. Und der härteste Kerl, den ich je getroffen habe. Soldados pissten sich in ihre Pantalones, wenn sie ihn sahen. Kennst du den Ausspruch, zwei Fliegen mit einer Klappe? Also, Carlito hat mal zwei Flugzeuge mit einer Kugel abgeschossen. Er ist ein Held der Nation. Also, das war er, bevor er in den Ruhestand ging, um im Museum zu arbeiten. Das Regime hat ihn in einen Käfig gesteckt, damit dreckige, wahre jaranische Touristas ihn beleidigen können. Seine wahre Bestimmung liegt auf dem Schlachtfeld. Wir treffen uns am Museum. Zusammen werden wir Carlito aus seinem Gefängnis befreien. Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito... Hey, was dauert da so lange? Wir müssen zu diesem Konvoi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, Konvois an. Du musst für mich ins Grand Hotel Caballero. Das war mal ein Ferienort für reiche Touristas. Aber Benitez hat es in eine Art Gefängnis-Folterkeller-Höllenloch umfunktioniert. Einer unserer Kämpfer, Hugo, wird dort gefangen gehalten. Das heißt, er hat einen Termin bei der Zahnärztin. Niemand verhört besser als sie. Wenn die Zahnärztin irgendwelche Informationen aus ihm rausholt, sind wir am Arsch. Hugo hat ein gutes Herz, aber er wird zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Du musst dieses Verhör verhindern, koste es, was es wolle. Ich habe eine Späherin zum Hotel geschickt. Sie wird dir helfen, wenn du ankommst. Und einer von Gilbertos Leuten kann dich an den Wachen vorbeischleusen, hinten in seinem Lieferwagen. Aber du beeilst dich besser, sein Truck wird bald von den Speditionshöfen abfahren. Benitez darf nicht herausfinden, wo wir sind, Dani. Hey, Dani, hast du schon die Bauern rekrutiert, um den Pass anzugreifen? Denk dran, das Passwort lautet Knuckleball. Noch nicht. Glaubst du nicht, ich schaff das allein? Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran, aber ich gewinne lieber alleine. Schon gut. Dann schicken wir die Leute von LS an den Strand, während du Castillo alleine stellst. Das war ein Scherz. Ich denk drüber nach, deine Superfans zu holen. Gracias. Hola. Ja, Sergio? Durch. Willkommen.
der Gestalt. Sergio? Dani hier. Du kannst rauskommen. Ich habe heute eine Beerdigung. Einer unserer besten Soldaten wurde in Yaras heiliger Erde zur Ruhe gebettet. Ein berühmter Yankee sagte einst, der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten begossen werden. Das ist eine Lüge. Das einzige Blut, das ich sehen will, ist das der Terroristen verliebt hat. Wir müssen unsere Ärsche zum Fluss runterschwingen. Wer ist unser Gast? Das ist Kapitän Diaz. Er wird genau tun, was ich sage, wenn ich es sage. Und wenn er nur eine falsche Bewegung macht oder um Hilfe schreit, blase ich ihm die Scheißbirne weg. Was ist denn so besonders an dem Typen? Nein, gar nichts. Aber seine Militärkumpels haben einen von uns gefangen. Also gibt's einen kleinen Austausch und dafür brauchen wir mindestens einen Kapitän. Diaz, zum Fluss. Danny, sicher nach hinten ab. In diesem Wald trainieren Soldaten ihre Pferde. Aber wenn wir vorsichtig sind, schaffen wir das nicht entdeckt zu werden. Dann halt dein Haustier gut an der Leine. Alles klar, Bewegung. Und wo findet der Austausch statt? Unser gemeinsamer Freund wird dich irgendwann einweihen. Bis dahin gilt, je weniger du weißt, desto besser. Wohin bringen wir ihn denn? Das musst du auch nicht wissen. In Deckung! Diaz! Runter und mach keine Dummheiten! Unser gemeinsamer Freund spricht in höchsten Tönen von dir. Er nennt dich Chamäleon. Den einen Tag koche ich Arroz con Puerco für Castillos Marine, am nächsten schippe ich Pferdescheiße für die verkackte Kavallerie. Ich könnte nie undercover arbeiten. Ich bin ein furchtbarer Schauspieler. So zu tun, als wäre man einer von diesen Ärschen, ist einfach. Sie nicht zu töten, das ist das Schwierige. Soldados! Schnell verstecken! Woher weißt du, dass das Militär die Gefangene nicht schon längst hingerichtet hat? Meinst du, ich bin das einzige Chamäleon? Wir sind überall. Wenn sie nur ein Haar auf ihrem Kopf krümmen, kriegt sein Kopf eine Kugel ab. Alles klar, Bewegung.
Ist es nicht so laut, wenn wir im Fluss laufen? Das Wasser verwischt unsere Spuren, wenn sie Hunde schicken. Dann können sie uns nicht folgen. Sehr gut. Der Kapitän könnte das hier tatsächlich überleben. Wir kommen gut voran. Aber Vorsicht, da kommt eine Brücke. Die wird gern vom Militär benutzt. Nun, Diaz, halt bloß dein verdammtes Maul. Werf ein Auge auf den Kapitän! Jetzt weiß ich, wie sich Trolle fühlen. Wer? Weitergehen. Diaz, nach vorne. Da bist du ja. Das wirst du nicht überleben, Feigling. Knall die Wichse ab! Na, wer kommt denn da? Ja, lass dich fallen. Mr. Fell hat sich Sorgen gemacht. Weil er sonst immer so entspannt ist. Und jetzt? Gib auf dich Acht da draußen. Wir bringen El Capitan zu einem anderen Unterschlupf. Danke für die Unterstützung, Danny. Schätzchen, gut gemacht. Mein Applaus ist dir sicher. Du weißt es? Mhm. Sergio hat angerufen und dich als harten und wilden Kämpfer beschrieben. Dann hat er noch geflucht, aber nur weil ich ihm gesagt habe, er soll erst mal untertauchen. Aber jetzt ist Senor Capitan in Sicherheit. Was hast du jetzt mit ihm vor? Sergio sagt etwas über einen Austausch. Ich will die Überraschung nicht verderben. Komm bei mir vorbei. Dann erzähle ich dir alle meine heißen Pläne persönlich.
Gracias, Schätzchen. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Versuch bei Verstärkung zu rufen. Mist, geht nachsehen, rapido! Hier raustragen. Carlito braucht nur ein bisschen Liebe. El Tigre und Carlito wieder. Bebe Tigre, geh du ans Steuer. Ich schieße. Das gefällt mir. Carlito, Bebe Tigre, ihr habt es geschafft. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Geschichte über dich, Lobo und die Legenden hören. Aber ich hab grad zu tun. Ja, du hast recht. Carlito soll sich rächen. Vamos! Ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Wird er das überstehen? Carlito ist der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Mach weiter! Wir sind fast bei der Höhle. Ihr liegt auf der rechten Seite. Oh, ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Aber ich verstehe dich. Okay.
so, wie schön. Was verdammt macht der hier? Er sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai. Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei, wenn alle frei sind. Si! Hey, komm! Komm schon, das wird gut! Schon okay. Komm schon! Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Seit wann zitierst du denn Lomo? Seit ich endlich aufgehört habe, mich selbst zu verarschen und nur die Wahrheit blieb. Nein, nein, hinten rein. Hier vorne werden die Wachen dich sehen. Hey, ich fahre zum... Oh Mann, du machst diese Mission? Aber hallo. Ich auch. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man entweder Informationen her oder sein Leben. Oder beides. Dann sollte ich Hugo wohl schnellstmöglich finden. Unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Hast du vorhin Yelena gehört? Das ist die Stimme, die wir brauchen. Ist manchmal schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, weißt du? Am Ende werden wir gewinnen. Das verspreche ich dir. Zahnärzte kommen immer zu spät. Diese hier leider nicht. La Moral ist erst einmal sicher. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Das Hotel.
Ich übernehme das. Wir haben hier den letzten Gegner. Sicher, dass du dich zu deinem Moral gemacht. Ich bin ja nur. Komm her. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen, ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, po nada. Und Kat, bin weg. Signor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Signor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Signor Presidente. Du siehst wichtig aus. Lass die Kokosnüsse fallen. Knuckleball geht los. Binger, ich dachte schon, dieser Tag kommt nie. Wir müssen Benitez reizen und dafür sorgen, dass ihre Truppen sich verteilen. Musik in meinen Ohren, Guerriero. Wir sehen uns auf dem Pass. Ich bring die Nagelsperre mit. Perfecto. Endlich benutzen wir die mal. Hola. Wenn ich das Wort Knuckleball sage, klingelt da irgendwas? An den Hinterhalt am Pass legen. Den Konvoi platt machen. Alles mitnehmen, was sie haben. Und an Chondrons Seite kämpfen. Carajo, du bist aber bereit. Ich habe monatelang auf den Marschbefehl gewartet. Vamonos, Guerriero. Endlich kann ich mal meinen Raketenwerfer benutzen. Panzerfaust geladen und entsichert. Ja. Brauchst du uns? Sagt euch der Begriff Knuckleball irgendwas? Na klar. Du brauchst uns beim Pass, richtig? Si.
Wir treffen uns dort. Du hast doch unsere Leute von dem Frachtschiff gerettet, oder? Ganz genau. Mein Cousin war auf dem Schiff. Muchas gracias. De nada. Holen wir uns diesen Konvoi. Ich hol meinen Mörser. Zeit für den Mörser, Kompai! Danny, der Konvoi hat den Pass fast erreicht. Verstanden, Conron. Bist du heiß? Ich bin heiß. Jackpot! Hey! Hallo! Das wird uns weiterbringen! Sehr viel weiter! Du hast also den Konvoi angegriffen? Ja, Conron ist mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit, Danny. Das Geld wird unserer Sache sehr helfen. Admiral Benitez hat die Patrouillen verstärkt, also sei vorsichtig auf den Straßen. Okay. Gute Arbeit, Danny. Admiral Benitez kocht vor Wut und lässt ihre Truppen überall in LS Doppelschichten schieben. Klingt fast so, als hätten wir sie da, wo wir sie haben wollten. Ganz genau. Komm nach El Agujero und ich zeig dir meinen Schlachtplan. Cool, ihr habt das Hotel eingenommen. Herz hüpft vor Freude, dich. Besser, Schätzchen. Mua, mua. Dank dir und diesem wunderbaren Rucksack kommen die Dinge ins Rollen. Wie du weißt, hat das Regime eine unserer Späherinnen gefangen genommen. Felicia. Die Mamacita war bei all meinen Shows. Sie gab immer das beste Trinkgeld. Sowohl in Pesos als auch in heißem Militärtratsch. Sie flüsterte mir immer Geheimnisse des Regimes ins Ohr, während sie mir Scheine zwischen die Kokosnüsse steckte. Ich ertrage es nicht, dass sie foltern. Also müssen wir einen Austausch vereinbaren. Felicia gegen Kapitän Diaz. Ich habe wunderschöne Geiselfotos von seiner ekligen Hackfresse drucken lassen. Und ich will, dass du damit Benitez noch hässlichere Fratze überklebst. Du weißt schon, die Werbetafeln entlang der Hauptstraße. Ich bin sicher, sobald das Regime weiß, dass er noch lebt, werden sie verhandeln wollen. Zumindest hoffe ich, dass ich sicher bin. Du findest die Poster bei Radio Fernando und gib dem Kapitän einen dicken, fetten Schmatzer von mir, wenn du schon mal da bist. Rosamels nächste Performance widme ich dir, Schätzchen. Dank dir ist Benites Verteidigung im ganzen Osten zerstreut. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie viele Soldados dort sind. Deswegen lautet der Plan wie folgt. Du, La Moral, die Ancianos und dieser Panzer schleichen ganz leise auf die Insel. Mit dem ollen Panzer schießen wir Löcher in die Festung. Und dann schießen wir so lange weiter, bis Benitez tot ist. Sie hat sicher für viele Angriffsszenarien vorgesorgt. Aber über eine Pontonbrücke mit einem Panzer auf die Insel kommen, steht sicher nicht auf der Liste. Ich habe den Treffpunkt mit El Tigre auf deiner Karte eingezeichnet. Thank you.
Das hast du davon, Jaguar. Schätzchen, es hat funktioniert. Das Regime hat unsere Poster von Diaz gesehen und ist bereit zu handeln. Gut. Benitas riesiges Gesicht wird mich auf ewig in meinen Träumen verfolgen. Geht mir auch so. Komm zu den anderen in die Basilika de la Virgen. Und denk dran, das ist ein Gefangenenaustausch, Schätzchen. Kein Gefecht. Eine falsche Bewegung und Felicia wird hingerichtet. Ich bin vorsichtig. Gracias, Gilberto. So viel zu den Kolben.